Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, zweite Folge. Die erste hat ja ganz gut geklappt, würde ich sagen. Und ich denke, wir sprechen mal kurz ein bisschen mit Spirit. Konnichiwa, Wutbürger-san. Das ist geil, das Ding. Ja, wir sollen uns auf jeden Fall dazusetzen. Also sie sagt, du machst dich ganz gut. Der Colonel ist auch sehr zufrieden mit unserer Leistung soweit. Ja, also sie wurde nicht so gelobt. So verstehe ich das jetzt. Ja, und das halt für eine erfolgreiche Mission wird immer der Leiter des Flügels halt belohnt. Ja. Okay, sprechen wir nochmal mit Hunter. You are Ollie, right? They call me Hunter. Mate, also Freund. Good day. Spirit hat die wohl von unserem kleinen Tête-à-tête mit den Katzen erzählt. Hört sich wohl an, als hätten wir die richtig schön aufgemischt. Ja, jetzt erzählt er uns ein bisschen was. Er sagt, das Einzige, wo man sich drauf verlassen kann, ist halt ja, Missiles und so weiter. Ja, wir gucken mal auf die Scores. Ja, schön. 4 Kills schon. Ne? Wenn wir noch 2 holen, dann könnten wir den Marshall einholen. Second Lieutenant. Ist ganz gut. Mal gucken. Hier könnte man übrigens noch üben. Kann man am Fernseher, kann man nichts machen, glaube ich. Genau. Ich guck mal noch, ob Shotglass was zu erzählen hat. Er hat gehört, dass wir mit Spirit geflogen sind gestern. Jo. Genau. Sie ist zwar ein kleines Dingchen, aber sie kann richtig gut fliegen. Und jeder Schuss, den sie ansetzt, der sitzt auch, sagt er uns. Und er war immer froh, also Spirit auf seiner Seite zu haben, wenn er geflogen ist. Ja, viel mehr gibt es hier, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein ins Vergnügen. Ich speichere nach jeder Mission ab, deswegen seht ihr hier immer mal wieder ein paar mehr Leute liegen. Hier könnte man übrigens noch ins DOS rausgehen. Hier können wir unsere Medaillen angucken, das habe ich noch vergessen. Ich klicke mal eben drauf. Ne? Da sieht man, ja. So richtig haben wir noch nichts erreicht. Second Lieutenant. Ne? Das war's im Prinzip. Okay, auf zur Mission. Mission Ennio-System. Also wir sind Epsilon Wing diesmal. Eskorte. Der Missionstyp. Ja, wir haben einen Rendezvous-Punkt mit dem Transporter. Dann werden wir den zu Navigationspunkt 1 eskortieren. Dann zu Navigationspunkt 2. Und dann wird er aus dem System springen. Und dann auf direktem Weg wieder zurück zu Tiger's Claw. Genau. Also nochmal eine Warnung. Achtung, beschützt den Transport, Leute. Ne? Er möchte den Transport nicht verlieren. Ist klar. Falls der Feind sich zurückzieht, trotzdem beim Transport bleiben. Jetzt fragt sie, warum Navigationspunkt 1 so weit weg ist oder so weit vom Weg ab ist. Okay, wir umfliegen scheinbar noch ein Asteroidenfeld, wo der Transport nicht durchkommt. Das heißt, auf dem Rückweg werden wir wahrscheinlich durch ein Asteroidenfeld durchfliegen. Okay, dann
Auf in die Karre und weg. Da kommt wieder mein Lieblingsalarm. Übrigens, wenn wir unseren Fighter-Typ mal ändern, sieht man hier auch dann einen anderen Fighter von der Seite. Das wird alles quasi mitgeändert. Genau, da ist der Drayman-Transporter. Direkt voraus. Und wir werden direkt zum ersten Punkt fliegen. Ja, das sind unsere Flieger. Dahinter fliegt auch der Transporter her. Also man sieht auch immer aktuell, was los ist. Genau, so. Dann Kommunikations-Spirit. Hau rein. Genau, wir geben mal direkt Gas und... Ich greife die Enemies an, Birne. Wir haben wieder zwei ungelenkte Raketen an Bord und... ich muss mit den Vorhalten, da muss ich noch besser... Brands. Gib mal noch ein bisschen Gas hier, Nachbrenner. Zack, den haben wir geholt. Der nächste bitte direkt hin mit Nachbrenner. Wenn wir Nachbrenner zünden, kann ich leider nicht schießen. Batz, abgeräumt. So, Autopilot, weiter geht die Reise. Mal gucken, Navigationspunkt 1. Wait for Drayman. Aha. Mhm. Gut, können wir machen. Objective reached. Okay. Autopilot, weiter geht's. Ja, Enemy Chips. Chips. So, direkt. Draltis, ich liebe Draltis. Die sind schön behäbig. Oh, die kriegen wir gut vor der Flinte. Na komm schon. Quatsch. Oh, wir werden attackiert. Rakete. Nicht genommen. Kacke. Rakete. Brands. Der hat gesessen. Oh, das war der Drayman. Alter, der feuert ja Raketen, der Sack. Na komm schon. Ah, mach ich per Hand. Warum man die Rakete jetzt nicht lösen wollte, weiß ich nicht. Oh, mein Aiming. Jetzt, Rakete raus. Patsch. Oh, der Drayman hat gut was abgekriegt. Der hat wahrscheinlich ein paar dicke Treffer in der Seite gekriegt. Wait for Drayman. Hier ist Navigationspunkt 2, das gefällt mir auch gut. Dann haben wir einen Losgleich. Objective reached. Bam. Dieser Blitz, den ihr gerade gesehen habt, das war, dass er gesprungen ist. Okay, Autopilot an und direkten Weg zurück zu Tiger's Claw, bitte. Oh, da war ich jetzt am Pennen. Uiuiui, ein kleines bisschen Asteroid. Zum Ende der Mission.
Hat ja ganz gut geklappt mit der Eskorte. Eigentlich, ja, der hat ein bisschen was abgekriegt an der Seite. Okay, das wird wohl die Dralti-Rakete gewesen sein, die wir vorhin kurz gesehen haben. Die wird ihm gut zugesetzt haben, aber... Hey, er lebt noch. Er konnte aus dem System springen. Was will er mehr? Sieht ganz gut aus, wir scheinen durchgekommen zu sein. Und Autopilot. Und weiter geht die Fahrt. Ja, da ist schon die Tiger's Claw. Funkkontakt aufnehmen. Bitte landen. You are clear to land. Alles klar. Dann mal schön rein in die gute Stube. Ja, ein paar nette Katzen abgeschossen. Da würde ich sagen, das ist schon ganz gut. Die Karre sieht auch noch ganz gut aus. Ja. So, Nachbesprechung. Good job out there, Olli. Ja, das denke ich doch mal. Genau, schön in der Zeit. Ist er gesprungen, alles gut. Genau, jetzt sagt er, ja, Spirit gehört genauso viel Lob wie mir. Olli-san. Ist so freundlich, Sir. Ich habe nur an seinem Flügel geflogen. Also dann kannst du auch meinen Flügel knabbern. Naja, auf jeden Fall guter Flug. Nochmal in den Mission Report reingeguckt. 5 abgeschossen. Yes. Und Spirit gar nichts. Ja, natürlich, der Drayman-Transporter ist gesprungen, wie es sollte. Und der gute Chef möchte, dass ich in ein paar Stunden mal in seinem Büro antrabe. Das werden wir doch mal machen. Okay, alle weggetreten. So, da ist schon das Büro. Wutbürger, come in. I need to speak with you. Okay, dann bitte. Er hat mit dem Sektor-Commander gesprochen und die haben sich meine Aufzeichnung angeguckt und haben gute Neuigkeiten. Und die Order kam heute Morgen. Er wäre autorisiert, uns scheinbar zu befördern. So würde ich das jetzt mal übersetzen frei. Jetzt sind wir First Lieutenant Wutbürger. Keep up the good work, aber sicher doch, mein Freund. Thank you, Sir. I do my best. Genau, wir geben unser Bestes. So, bald werden wir aus dem Ennio-System rausspringen. Und wird dann wahrscheinlich ein paar personelle Veränderungen machen müssen. Das ist vielleicht eine Andeutung, dass wir ein bisschen besser... dass wir vielleicht nochmal befördert werden oder so. Ah, nee. Oh, wir kriegen einen neuen Fighter. Skimitar-Klasse. Medium-Fighter. Mit den blauen Teufeln zusammen, Blue Devil Squadron. Danke, Sir. Ja, auf jeden Fall. Er soll sich keine Sorgen machen und er sagt gut. Da bin ich ja beruhigt, das zu hören. Na, schauen wir mal. Das ist alles dann. First Lieutenant. Weggetreten. Ah.
Mit stolz geschwellter Brust, sage ich da nur. Im Ennio-System, Sternzeit 2654.110. Die Terranische Konföderation ist stolz, ihn den bronzenen Stern zum First Lieutenant Bürger überreichen zu dürfen. Courage ist ein Vorbild für die Verteidiger der Konföderation. Oh, das ist schön. Good job, Olli. Congratulations. Danke, 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 danke. Und da haben wir noch Applaus von unseren Freunden bekommen. Sehr schön. Tja, und schon hängen wir wieder in der Bar rum. Ja, Leute, das war's für diese Folge mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, jetzt Freund der Wutbürger werden auf Facebook. Ich würde mich über Kommentare, PNs und sonstige Sachen natürlich wie immer freuen. Daumen hoch und so weiter. Und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.